Entschuldigung, Mietz. Die war gerade im Wäschekorb. Ja, woher sollst du das wissen? Ich hab's nicht gesehen. Ich könnte das jetzt so machen. Könnte man eventuell... Ja, aber das steht halt nicht. Nee, das... Jetzt war ich der Einzige nicht, was auch gedacht hat, aber was? Normalerweise ist es doch andersrum. Nee, das steht nicht. Doch. Es steht doch nicht. Irgendwas wollte. Wenn das Ding steht. Wenn das Ding steht. Dann musst du dir noch ein bisschen nachhelfen. Oder du hilfst nach. Wir brauchen Panzertape. Wir kleben das einfach an den Tisch. Was der heute mit Panzertape gearbeitet hat, ist nicht normal. Der Boden ist voll mit Panzertape, er war voll mit Haare. Nein, das Panzertape war mit Haare, vor ihm. So. Nee, von ihr, von ihr. Gott. Nee, ich hab mit Panzertape das Kabel eigentlich da unten festgemacht, damit keiner drüber stolpert. So schön, das hat nichts. Ja. Frag ihn mal, wo meine Haare überall sind. Auf dem Panzertape? Überall. Ohne Scheiß, ich hab mir so einen großen Zyklonstaubsauger, so einen Beutellosen gekauft. Und die ist irgendwie. Die haben ja keinen Leistungsverlust eigentlich. Die haben ja eigentlich keinen Leistungsverlust. Ja. Aber die Haare von ihr haben sich oben so rumgewickelt um den Zyklon, dass der Staubsauger nichts mehr saugen konnte und ich hatte die ganze Perücke dort. Das wirklich. Deine Geheimratsecken werden jetzt wieder voll. Ja, toll. Aber nicht so lang mit so langen Haaren. Und blond sind warte mal, noch. Hol mal die Perücke. Welche? Wir können deine Geheimratsecken wieder. Ist so nett zu mir. Ja, bei mir geht's ja noch ein bisschen. Kann die Haare noch drüber tun. Bänder? Ein Totenkopf. Ah! Rücken. Warum? Beziehungsweise über Twitch. Mach halt solche Shows. Das für Fun halt einfach. Geil. Ja, wie lange brauchst du für eine Perücke? Du bist den Schalter nicht. Schalter für eine Perücke? Auch gleich. Wir haben jetzt etwa der. Wir haben ja mal einen Horror. Ja, ja. Kanalraupe. Das geht. Ui. Ist ja cool. Ja, leuchtet. Hör mal in die Kamera. Toll, ne? Das sieht man gar nicht. Jetzt ab. Und
was? Was? Da haben wir jetzt einen Spannungsbericht. Gutes Standbild. Ah. Kleiderstunde, ja. Links gleich. Hallo Kanalraube. Wie funktioniert das denn? Anscheinend läuft. Habe ich bei mir auch. Boah. Ich will Pokémon Go spielen. So. Lief der Chat? Ja, ist nicht schlimm. Läuft der Chat? Hört. Einmal irgendwas. Komm mal. Hast du nur eins gemacht? Ich hab schon. Hast du eigentlich die Bilder von uns? Wie sie fest? Gibt's da Fotos? Ja. Scheiße. holy shit, what the Geist. Schatz, du rennst jetzt sofort mit deinem iPhone weg, weil sonst schmeiß ich's echt weg. Die kommt immer mit ihr. Alles kann im. Kann Club Experience! Jungs, servus, Danny. Hey. Alles kann in die Nähe, ich von hier von meinem Equipment komme. Nur ihr iPhone kommt in die Nähe und alles brummt. Oh mein Gott, sie hat's gesehen. Das sind jetzt die Jungs, wo ich dir erzählt habe, dass die morgen senden werden. Okay. Wo ich ja dann morgen absagen muss. Ja, komm so. Naja, ist kein Problem. Ja, morgen könnte ich sowieso nicht streamen. Morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Es gibt Frauen, die können ja figurtechnisch alles tragen und dann gibt es da mich. Annikis, die dir tragen. Pass auf die Nadja. Oh, weißt du, meine Schwester hat mir das Foto geschickt. Du fällst mit der Kiste vorwärts um. Nein, auch warte. Ich hatte mich das T-Shirt von meiner Schwester. Nein, was denn? Ja, das fühlt sich. Ich hätte damals weggenommen. Achso, okay. Das hat mir das geschickt und dann so. Du, mein T-Shirt! Das ist jetzt was. Wenn ich dir. Wenn ich. Das hat. Da! Da! Jetzt nee. The fuck? Bestimmt den schlimmsten Blick hat Nati drauf. So, wollen wir mal weitermachen? Das machen nochmal so ein Spiel? Ja, weiß ich nicht. Oder du gehst mit den Fotos, weiß ich nichts. Sean kommt halt eine halbe Stunde, oder? Sean, halb elf hat er gesagt, geht das Spiel. Müssten wir bis halb elf noch überbrücken. Oben. Ja! Ja, ich bin komplett nass. Oh mein Gott. Das ist doch schon mal gut. Erspart das Vorspiel. Jetzt sieht man es erst. Kam doch zu. Auf die Straße. Was macht ihr denn? Momentan ist einfach nur. Wir hocken chillig rum. Ich mach das jetzt einfach mal auf. Ich wäre einfach nur für Wasser dann noch. Ein bisschen Wasserstiefchen. Ich bin so drauf gemalt. Auf die Straße. Beugenstück. Oh, wie süß. Aber es war nicht cool. Das wieso nicht? Weil. Stadtbeschwert. Nein. Die haben ganz normal gespielt, auch beim direkten Umschub, weil die starten ja unten bei uns. Als das Gläserhaus. Oh, nein, komm. Wieso? Okay,
habe es gelesen. Ah. Wie so, Scheiße. Momentan ist einfach gerade mal wegen Pause. Ich weiß auch nicht. Wegen Knabberzeug, wegen... Habt ihr irgendwelche Themen, wo wir gerade drüber reden sollen oder so? Mietz! Der Kauf wird nicht. Katze heißt wirklich Mietz? Ja, die heißt Mietz. Die heißt Mietz. 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 Ihr nein, Mietz. Nein, nein. Ihr voller Name ist Mietze Moze Mietz. Noch gut oder so, ne? Das ist meine Katze. Das ist meine. Das ist Mietze Moze Mietz von Mietze die Mietz. Soll ich mal schnell zeigen, dass diese Katze einfach hungert ist? Guck. Ja, also meine Muschi kriegt auch immer. Guten Abend. Meine Katze. Mein Kater. Meine Kater. Deine Muschi? Deine Muschi kriegt es früh und Abend, okay. Gott, voll am Verhungern, ey, was geht? Immer, immer. Meine andere Frage. Mal schauen, ob es bei ihm auch klappt. Was denn? Was? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was? Was nicht klappt? Was klappt? Was willst du von mir? Was will der von mir? Was denn? Such bloß mal den Scheißziege. Aber bei dem gibt es nicht zu lachen. Das ist schwer. Ah. Das hier. Wunni, wen musstest du gerade? Die kleine Schnuckelicke? Oder die Katze? Wir haben es die ganze Zeit mit der Muschi. Also mit der Katze. Mit der Katze. Nein, mit der Katze. Vor allem, sie kann ich angucken, die kann jeden Scheiß machen und ich muss nicht lachen. Ihn gucke ich an, ich fange sofort fast lachen an. Das weiß ich nicht. Muss er entscheiden. Guck auf jeden Fall nicht so hocherotisch. Kommt nicht gut an. Ja, so ungefähr. Ja, meine Buchse ist immer noch feucht, das gibt's nicht. Nicht deine. Ja, du. Nein, 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 nein. Ich halt mich da raus. Darf wer anders rein. Aber ich danke, danke Club Experience. Mir tut vielleicht schon die Backe weh. Mir tut vielleicht wirklich schon die Backe weh vor Lachen. Nein. Ja, jein. Mach ich aber nicht mehr mit. Da war so ein freilaufender Fuß. Machen wir jetzt noch eine Runde? Ja. Machen wir noch eine Runde. Ich krieg erst was. Bevor er kommt. Ja, ich weiß jetzt nicht. Weiß einer von euch, wie lange Bayern München heute spielt? Halb elf, oder? Vielleicht verlaufen die sich am Fußballfeld, ich habe keine Ahnung. Ja, mein Akku ist leer. Ist nicht schlimm. Ich nehme den Wett ins Stream nehmen voraussichtlich und da ein bisschen drauf. Huni ist ein saftiges Steak. Ja, jetzt ist er ab. Also nach dem Satz finde ich ihn noch attraktiver. Nee. Naja, also normalerweise sagt der eine mal zum anderen, du bist ein geiles Schnitzelchen, der andere ist eine saftige Rakete, ich bin der saftige Steak. Da kommen immer solche 3:0 steht, 63. Minute, dauert noch ein bisschen. 63. Minute, naja, auf halb ist dann Schluss. Circa, ja. Ja. 13:0. Nee, Haxe. Savi, du bist auch nur so eine Haxe, echt. Achse wäre jetzt schon geil. Halben Stunde. Ah. Ich weiß es nicht. Ja, 20 Minuten. Aber dann ist es auch circa auf halb rum, kurz nach halb das Spiel fertig. 30 Minuten.
Ne, 90 Minuten. Ne, passt schon. 90 Minuten läuft's, ja. 30 Minuten läuft's. Passt noch. Eine halbe Stunde. Ungefähr. Eine halbe Stunde. Einfach hat er ja gesagt. Ja. Bevor ungefähr. So, oder wir machen Quiplash. Können wir auch machen. Machen wir das Spiel nochmal. Machen wir lieber das Spiel nochmal. Hast mehr von davon. Lukas, du kennst Quiplash. Nicht so wirklich. Ich mache jetzt Quiplash auf. Dann erklär es den Leuten nochmal. Also, Quiplash ist jetzt ein Spiel. Uni möchte nie heiraten. Da ist schon abgefahren dazu. Der hat den Fehler schon gemacht. Sieht, was jetzt rauskommt. Er hat keine Haare mehr am Kopf. Denn die Frauen heutzutage haben ihren Knall. Perfekt. Was? Was? Quiplash. Quiplash ist ein Spiel. Das würden wir erstmal zusammenspielen. Miteinander. Nach drei Runden. Zwei Spieler bekommen die gleiche Frage gestellt. Ich muss das so erklären. Ihr da draußen könnt mitspielen. Die habe ich vor. Ich möchte aber erstmal das Spiel erklären. Also ihr könnt auch mitspielen, aber wir würden erstmal die erste Runde nur wir machen. Erklären. Zum Erklären und zum Anschaulichen. Okay. So. Es gibt drei Runden. Die erste Runde bekommen die erste und die zweite Runde bekommen zwei Spieler die gleiche Frage gestellt. So, die müssen dann antworten und treten sozusagen die zwei Antworten gegeneinander an. Die Lobby hat aber nur 8 Leute. Das heißt, maximal gehen auch nur 8 Leute rein. Aber jeder andere kann noch in die Jury sozusagen mit reinjoinen. Und dann ist vielleicht draußen ganz schön. Und mit drauf voten. Der, was die meisten Votes hat, die beste Antwort für die Frage, gewinnt die Runde. Und jeder tritt mal gegen jeden an. Und die dritte Runde ist aber anders. Da bekommen alle Spieler die gleiche Frage. Im Grunde ist es einfach nur, wer hat die dümmeren Antworten. Wer hat die dümmeren Antworten. Und jeder kann mitspielen auf checkbox.tv, also jackbox.tv. Aber wir würden jetzt halt die erste Runde erstmal nur unter uns spielen. Dann seht ihr, dann ist das Prinzip eigentlich schon selbsterklärend. Würde ich aber die Musik zu ausmachen, weil das Spiel eigenen Sound hat. Okay. Wenn wir das auf jeden Fall danach gespielt haben, dann könnt ihr da draußen definitiv auch selber mitzocken übers Handy oder direkt am Browser, also sprich am PC. Könnt ihr mitwirken, mitzocken. Er blendet auf jeden Fall dann gleich noch die Adresse dann noch mit ein. Hat das also schon gemacht? Schon gemacht? Ja, Achtung. Ah ja, checkbox.tv. Ja, Softeis, ich kenne das noch nicht. Wenn da jeder mit zocken kann, sogar die zuschauen, ist dann richtig geil. Ganz oben kommt der Code, was er dann im Stream hat. Dann gezeigt. Oh, erstmal, warte mal die. Dann ich hab glaube ich keinen WLAN mehr. Check. Box. Ah ja. So. Ja. Code. Zeigen wir uns auf dein Handy. Hast du deinen Namen drin? Ganz unten kommt dein Name rein, den du ins Spiel. So, den Namen habe ich drin, aber ich brauche den Code. Ja, der ist auf der jetzt mal unser. Warte. Warte. Hat es geschmeckt? Lecks. Warte. Achso, das war's schon. Sit back. Okay. Das, also sit back and relax heißt, ich bin drin. Ja. Genau. So einfach ist das. Du siehst dann auch hier, du erscheinst dann. Echt? Warte mal kurz. Ah, guck mal, da ist der Wunni. Ah, cool. Ja, geil. Alles mit dem Handy. Ja. Alles mit dem Handy. So. Jetzt ganz einfach. Jetzt geht die Runde los. So, uns hört man hier, ne? Ja, uns hört man. Okay.
Stimmt, man sieht es hier aber am Handy jetzt nicht, ne? Ne. Der Code steht jetzt auch oben rechts mit drin, da könnt ihr jetzt als Jury hinzukommen. Die Spieler stehen schon fest. Ihr könnt als Jury sozusagen mitspielen. Also wer mitspielen will, einfach mit reinkommen. Raumcode war nicht da, ja, aber das gibt's ab der nächsten Runde. Da spielen wir dann alle. Kein WLAN? Und ja. Eine sonderbare. Ich darf nicht mehr. Eine sonderbare Sache, die. Im Nachttisch. Nachttisch. Ach, im Nachttisch. Wir haben die gleiche Frage. Ich habe mich verschrieben und gesehen, als ich abgekickt habe. So, ich bin fertig. Ich noch nicht. Wie dauert es? So, das waren zwei Stück. Ja, zwei Fragen nur. Achso, okay. Sieht man dann auch die Antworten? Ja, die gehen im Chat dann auch los. So. Okay. Den du jedes Mal. Ein guter Spruch, den du jedes Mal nach dem Kacken rufst. Welches magst du mehr? Ja, geiles Ei! Ja. So schaut's aus! So wird das gemacht, oder? Ja, geiles Ei. Waiting for the other places. Ja, weil du gedrückt hast jetzt. Also. So. Und? Letzter wird's da ausgewählt. Im Chat. Oh, bam! Time to vote. So. Oh. Eine sonderbare Sache, die du im Nachttisch deiner Großeltern findest. SM-Spielzeug oder Dildo mit Kondom umhüllt. Du warst der Dildo. Ja. Ich bin das SM. Ich war der Dildo. Und wie schaut's aus? Wir müssen selber, wir haben leider selber die Verzögerung drin. Macht nichts, müssen wir halt warten. Mhm. Okay, next one. It's voting time. Eins unentschieden. Ein doppelter Regenbogen hat kein Gold am Ende, sondern. Ein Wunni oder ein stinkenden Gnom? Ein doppelter Regenbogen hat kein Gold am Ende, sondern. Ah, ich hab doch hier. Bei mir steht nur Quickflash. Quickflash. Was macht er da falsch? Next one. Beides ist nicht dasselbe. Vote on your devices. Scheiße, wa? Der stinkende Gnom hat gewonnen. Etwas Umständliches, hey, das man im Fitnessstudio machen könnte. Schon klar, dass. Ja, ich lese sie aber vor. Aber wir sind halt ein bisschen im Bild. Oh mein Gott, aber ich kann uns sonst nirgends anders wirklich hinpacken. Weil wir überall wegen im Bild sind. Hm. Klar. Und wer hat gewonnen? That's round one. Let's take a look at the natürlich. Skatgill. Ach, die hast du gar nicht gewählt? It's time for round two. Natti. Where all point values are doubled. That's right, doubled. So.
Okay. Let's take a look. So, bin wieder da. So. Okay, pick your favorite. Was würdest du tun, wenn du 3 Stunden lang unsichtbar wärst? Im Kühlschrank verstecken und essen? Den Mädels in den Umkleide begutachten? Es kann aber auch in die Hose gehen. So war das jetzt nicht gemeint, aber als ich es gesagt habe. Ich hab, Kühlschrank verstecken und essen. Ich habe mir so an Free Willy gedacht, aber okay. Wer hat gewonnen? And next is time to vote. Mädels haben gewonnen. Denk dir einen Namen für ein Bier aus, das speziell für Affen entworfen wurde. Wir zwei? Ja. Banana Bags oder Banana. Sehr bananenhaltig hier. Oh, Banane. Oh ja. Wer hat gewonnen? Banana Bags oder Banana? And next. It's Banana Bags! Yay! Yeah. Du weißt, dass du ein verwöhntes Balk bist, wenn dein Baumhaus Piep hat. Was sind die Antworten? Ein Penis auf dem Dach hat oder einen eigenen Puff? Das sind Antworten, ey. Oh, oh, oh. Merkt man das? Ja. Also mein Baumhaus hat einen Puff. Hier ist ein Penis. So wie Minecraft, ne? Und wer hat gewonnen? Der Puff oder der Penis? Puff oder der Penis. Next in line. Wir haben noch 22 Uhr heute, ne? Time to vote. Der Puff hat gewonnen. Mengenrabatt für alle. Wer will schon einen Penis auf dem Dach? Das Schlimmste, dass man einen Eiswürfel, in dem man einen Eiswürfel finden kann. Nattis Haaren oder Maden? Nattis Haaren, eindeutig. Eindeutig Nattis Haare. Das war von mir. Eindeutig Nattis Haare. Warum bist du mich hauen? Sie hat's geschrieben. Ich hab's doch sie. Wer hat gewonnen? Bestimmt die Haare. Das ist so ein Haarmonster, ist es nämlich, das verschlingt alles. Round 2 is now complete. Let's see who completed it well. Nattis Haare, sag ich ja. Gute Einfall. Jetzt hat Runde 3. Das ist die letzte Runde, ne? Jetzt müsste Runde 3 kommen, ja. Runde 3 kommen. Round 3. Und hat jeder eine Antwort? Round 3. Ah, jetzt. So. Jetzt aber die gleiche Frage. Jetzt kriegen wir alle die gleiche Frage gestellt und wir müssen sie alle beantworten. Wer ist auf Platz 1? Ich bin. Alter, mit 5700 Punkten bin ich auf Platz 1. Fuck! The Last Lash. Das ist zwar echt. Egal. Ich kann damit leben. Wieso bin ich eigentlich pink? Das weiß ich nicht. Weil der eine Farbe, die nicht als Kindermalstift auf den Markt gebracht wurde. Was denn? Kackhaufenbraun, kindliche Kotze, Red Mega Pen oder Neger